Der war erstmal klug. Der konnte, weiß ich, 5, 6 verschiedene Sprachen im Selbststudium. Der war kritisch, hat Dinge hinterfragt und hat immer überlegt, so wie kann man Wege finden, das besser zu machen. Also heute würde ich sagen, ja, das ist jemand, der immer auf der Suche ist, etwas zu verbessern. Das ist ein ganz großes Kompliment und das wünschte man sich heute natürlich noch viel häufiger. Ne? Und dann haben wir uns mal einschicken lassen, um die Echtheit zu prüfen. Und dann haben wir gedacht, ja, es gibt ja ganz wenig Hinterlassenschaft von Herrn Schüssler. Das müssen wir einfach nehmen. Ne? Und so haben wir die erworben. Dann haben wir erst mal jemanden gesucht, der das übersetzen kann. Das war altes Sütterlin, also gar nicht so einfach. Und jetzt hat sich Frau Baschin darum gekümmert und das richtig auf Vordermann gebracht. Ne? Es ist im Prinzip die klassische Geschäftskorrespondenz. Es ist sozusagen, Schüssler schreibt als Arzt, als Praktiker an seinen Apotheker Markgraf, der ihm ja eben die Mittel hergestellt hat und bei dem Schüssler auch seit den 1860ern bezogen hat. Ich denke, es kommt aus den Briefen auch sehr gut heraus, dass er sehr experimentierfreudig war, sehr neugierig war, dass er Dingen auch sehr gerne auf den Grund gegangen ist. Das merkt man auch schon in diesen ersten Aufsätzen zur Arzneimittellehre. In Zwischenahn ist er geboren, das war damals noch kein Kurort. Und aufgewachsen oder umgezogen ist er dann nach Oldenburg, wo er dann später ab 1858 als Arzt praktiziert hat. Zuerst als rein homöopathischer Arzt, später dann eben als biochemischer Arzt. Heißt aber nicht, dass er nur dort war. Sein Studium hat ihn nach Paris, nach Gießen und auch nach Prag geführt, bevor er dann also sich im Oldenburgischen niedergelassen hat. Das Markanteste ist tatsächlich schon, dass Schüssler sehr von seinen eigenen Ideen überzeugt war und dass er für die auch eingetreten ist. Sieht man vielleicht auch daran, dass er ja immer wieder neue Auflagen bis zu seinem Tod, ja dann 25 dieser abgekürzten Therapie herausgegeben hat, immer wieder neu überarbeitet hat, neue Erfahrungen da auch eingebracht hat.